Wir sind da! Wir sind drin und die Business Area ist krass langweilig. Ja. Deshalb gehen wir jetzt mal in den normalen Bereich. Wir gucken mal. Hi! Einfach so. Wir gucken mal, ob wir vernünftige Spiele finden, die wir spielen wollen. Wir haben uns da so ein paar rausgesucht. Und, WWE spielen. Ja, eigentlich wollen wir nur WWE spielen. Das war letztes Jahr das einzige Spiel neben Far Cry 4, was wir gespielt haben. Das war so gut. Und wir gucken jetzt einfach mal, dass wir ein bisschen mehr spielen als letztes Jahr. Dass wir vielleicht heute noch ein paar Leute treffen. Und gehen jetzt hier erstmal raus aus diesem Business-Gedöns, weil wir nicht unbedingt Business sind. Oh mein Gott! Ah. Wir stehen gerade. Wir müssen das gerade halten. Irgendwas ist hier, wir sind auf irgendeinem Platz. Wir gehen jetzt zur YouTube-Bühne. YouTube Gaming, das ist das Stream. Genau. Da ist Simon, deshalb brauchen wir noch ein bisschen. Zeig mal. Achso, ich wollte die Hand. Da! Ja. Okay. Okay, jetzt kannst du noch Satz klatschen. Irgendwie in die Text schreiben. Ja, deshalb brauchen wir noch ein bisschen. Und dann hoffen wir, dass wir da bald ankommen und andere Leute treffen. Tschüss! Wir haben jetzt hier die heftigste Leak-Aktion aller Zeiten. Simon hat sich gerade eine Maske gekauft, damit er nicht auffällt. Wir versuchen jetzt ganz unauffällig irgendwie da durchzukommen. Und wir dürfen keinem was verraten. Aber für 10 Euro sage ich euch. Wir waren gerade an der YouTube-Bühne, haben da ein paar Leute getroffen, gehen jetzt aber. Das war der erste Tag der Gamescom. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir haben viel erlebt, man hat wenig gesehen. Der Akku war irgendwann leer. Ich sollte mal dran denken, den noch aufzuladen für den nächsten Tag. Natürlich werden auch in den anderen Tagen Vlogs kommen, wenn ich es denn zeitlich schaffe, auch am Abend dazu. Wir haben heute einige Spiele angetestet, die wir testen wollten. Wir haben einige angetestet, die wir überhaupt nicht testen wollten, aber wo einfach mal leer war. Wir konnten Oculus testen, wir haben coole Arcade-Spiele gespielt, wir haben viele YouTuber getroffen, was man leider nicht mehr sehen konnte, da der Akku leer war. Wir haben BTTV getroffen, Revi, Simon hat man ja gesehen, Paluten, Dena, alle möglichen Leute. Und eine wichtige Info noch für euch, für die, die auf der Gamescom sein werden, denn von Donnerstag bis Sonntag ist jeden Tag ein Fantreffen auf der Gamescom. Das ist hinter Halle 8 draußen, also da ist so ein Eventplatz, sag ich mal, unter einer Brücke. Das bedeutet, wenn es regnet, dann werden wir auch nicht nass. Da wird ein Fantreffen jeden Tag stattfinden. Und zwar sind da dabei der Xandrew LP, also Zander. Weiß ist, glaube ich, dabei. Porkshop Media. Ich weiß nicht, ob sich noch welche Leute anschließen, aber ich bin auch auf jeden Fall da. Und das findet am Donnerstag und am Freitag um 14 Uhr da statt. Und am Samstag und am Sonntag um 15 Uhr. Ich weiß nicht ganz genau, ob ich Freitag da sein werde, da ja der Videoday da ist, aber ich glaube, so lange werde ich nicht auf dem Videoday bleiben, also denke ich, dass ich auch Freitag um 14 Uhr da sein werde. Ich freue mich, wenn ich viele von euch da sehe und freue mich, euch zu treffen und wünsche euch noch einen angenehmen Abend und viel Spaß auf der Gamescom oder mit den Vlogs dazu. Haut rein, ciao!